viele von Ihnen, die praktizieren den Islam nicht richtig. Aber trotzdem wollen viele Leute den Islam annehmen, weil sie davon überzeugt sind, weil sie nach der Wahrheit suchen. Und Alhamdulillah Rabbil Alamin. Von einer Seite, Alhamdulillah Rabbil Alamin, von einer Seite gibt es Leute, die den Islam annehmen, und von der anderen leider gibt es Muslime, die den Islam verlassen mit der Behauptung, dass es für sie besser ist, wenn sie den Islam verlassen. Aber diese Leute haben ihre Dunya und ihre Akhira verloren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Heute, inshallah, werden wir das anfangen, aber wir fangen erstmal mit den Frauen, denke ich. Okay? Ja. Damit du auch ein bisschen dich beruhigen kannst. Nein, erstmal mit Frauen anfangen. Nein. Khair. Schwei, ja, Shabab. Bitte Mikrofon einschalten. Bei Frauen. Okay, Mikrofon vor Mund direkt tun, bitte. Kannst du mich hören? Nein, wir hören nicht. Bitte Mikrofon noch ganz nah an deinen Lippen, bitte. Ja, genau. Okay, kannst du mich gut hören? Ja. Okay. Hat jemand dich zum Islam gezwungen? Nein. Willst du den Islam annehmen, weil aus freien Stücken und Überzeugung? Ja. Warum willst du den Islam annehmen? Bitte ein bisschen lauter, damit die anderen hören. Weil das der richtige Weg für dich ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dich segnen. Khair. Wenn man den Islam annehmen möchte, dann muss man Glaubensbekenntnis bestätigen. Und zwar, es gibt keinen, den man mit Wahrheit und Recht anbetet, außer Allah. Und keinen, dem man in dieser Anbetung folgt, außer Muhammad, der Diener und letzter Gesandter Gottes. Bist du damit einverstanden? Ja. Okay, dann sagst du bitte mir nach. Ashhadu Allah ilaha illa Allah. Wa Ashhadu anna Muhammadan rasulu Allah. Takbir! 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 Möge Allah subhanahu wa ta'ala von dir annehmen, du bist jetzt Muslime geworden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dich segnen und dich auf diesem Weg festigen. Komm, mach. Du komm von hier, von hier, von hier. Komm zu mir bitte beide. Komm, steh dort, Mohammed, neben ihm. Taib. Und jetzt neben. Damit wir auf einmal machen oder einzeln machen, bi'izni ta'ala. Die Brüder auch, bi'izni ta'ala. Die Sache ist so, wenn man den Islam annehmen möchte, dann muss man Glaubensbekenntnis bestätigen. Und da muss man dieses Bekenntnis auf Arabisch sagen. Ich sage vor und ihr sagt nach. Erstmal aber bitte, damit wir unsere Pflicht gemacht haben. Hat jemand dich zum Islam gezwungen? Nein. Warum willst du den Islam annehmen? Das ist der einzig richtige Weg. Hat jemand dich zum Islam gezwungen? Nein. Warum willst du den Islam annehmen? Das ist der einzige Weg. Okay. Das ist eine Einbahnstraße. Das bedeutet, es gibt kein Zurück mehr. Wenn du den Islam annimmst, dann kannst du nicht jetzt nach ein paar Monaten sagen, das hat mir nicht gefallen, ich mache was anderes. Ist euch bekannt, diese Sache? Ja. Ja. Okay, jetzt sag mir nach, bitte. Welchen Namen willst du vornehmen? Ich heiße Lukas. Und danach? Berbig. Okay, nachher machen wir. Okay. Ashhadu Ashhadu Allah Ilaha Ilaha Illa Illa Allah Allah Wa Ashhadu Ashhadu Anna Muhammadan Muhammadan Rasulu Rasulu Allah Allah Takbir! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Du bist Muslim geworden. Bitte. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von dir annehmen. Du bist unser Bruder im Islam. Du bist für uns neu geboren. Und inshallah nimmst du auch neuen Vornamen yeah. dann später. Yeah. Yeah, yeah. Jetzt kommst du bitte. Bleib neben ihm bitte. Taib. Auch dasselbe. Wir machen das jetzt.
Aber das ist so stark, möchte ich von dir, weil wir geprobt haben. Khair inshallah. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illa. Illa. Allah. Allah. Wa. Wa. Ashhadu. Ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulu. Rasulu. Allah. Allah. هذا مو تكبير مو تكبير اللي بده يكبر يا أما المسجد يهتز يا نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم وكل إنسان إن شاء الله له الأجر في إسلام هؤلاء ميغا الله سبحانه وتعالى فن أويش أنيمن وميغا الله سبحانه وتعالى أويش فستيجن ونديكن أويش